Verpiss dich. Ja, sieht gut aus. Das lassen wir so. Vielleicht gehst du mal runter. Okay, da durch die Tür. Oder durch die Tür. Oder durch das Fenster. Grafikfehler. Okay, ich vermute mal, wir müssen hier durch und dann die Tür aufmachen. Deswegen gehe ich erstmal zur anderen Tür. Die da ist sicherlich verschlossen. Aber da ist auch einer reingegangen. Und hier anscheinend aber auch. Hier ist zu, ne? Ja. Verschlossene Türen können normalerweise von der anderen Seite aus geöffnet werden. Okay, dann frage ich mich, sind die Runner da reingegangen und haben hinter sich die Tür abgeschlossen? Frag für einen Freund. Das wird gleich. Ja. Wieder sehr leise. Gut, dass hier eine Blutspur reinführt. Natürlich. Ja, mach doch schon. Alles klar? Ja. Guter Wurf übrigens. Danke. Okay, wenn die so rumrennt, wird hier keiner mehr sein. Der Weg hier rein war verbarrikadiert. Wie ist der Runner reingekommen? Durch das Fenster da oben. Was war dein Rekord an Infizierten, die du erledigt hast? Das war auf Patrouille mit Joe vor einem Jahr oder so. Es waren, keine Ahnung, ein Dutzend? Du? Ich hatte mal 20. War eine streunende Gruppe. Scheiße. Vielleicht kannst du heute einen neuen Rekord aufstellen. Okay, da geht's auch nochmal raus. Also der ist durch das Fenster da oben reingekommen. Ganz offensichtlich. Irgendjemand atmet hier gerade sehr schwer. Und ich glaube, es ist keiner von den Infizierten. Okay, sie ist da reingekommen. Kommen wir jetzt hier nicht wieder durch? Nee, ne? Nee. Aber wir müssen da sogar raus, okay? Aber wir müssen doch wieder zurück rein. Ich höre noch mehr, ne? Da drin ist auch noch einer. Komm noch weg, Schicker. Ist nicht gut, wenn du rumläufst. Wir müssen doch wieder dahin zurück. Da ist die Tür zu. Kommt der raus? Nee, ne? Ich kann leider überhaupt nicht sagen, wie viele da drin sind. Und wie die überhaupt hergekommen sind. Ja, gänzlich ein Rätsel. Da sind mindestens zwei drinne. Wenn nicht sogar mehr. Da steht auch noch einer direkt vor der scheiß Fenstertür. Fuck. Okay, den könnte ich damit ablenken, ne? Okay, lass mich erst mal gucken. Der andere ist gerade nicht auf... Der rennt da hinten irgendwo rum. Da ist, glaube ich, noch ein dritter, ne? Entweder das oder es wird falsch angezeigt. Okay, dann muss ich erstmal warten, bis der da weg ist. Nee, nee, da hinten ist noch einer. Kann ich ihr nicht sagen, sie sollen den da schnappen?
Alles gut, mach hin. Nicht so viel Zeit, Mädchen. Okay. Einer rennt rum, einer steht da hinten. Mehr sehe ich hier im Moment auch nicht. Hoffe ich. Okay, wir können vor die Schublade da auf jeden Fall. Den können wir uns schnappen, wenn er hier vorbeikommt, würde ich sagen. Ist das hier? Kommt da von oben plumps kleiner noch keiner runter. Hier noch mehr. Ne, sind glaube ich nur die beiden, hoffe ich. Hoffen, hoffen. Okay. Den muss ich mir jetzt gleich wegschnappen. Warte. Jetzt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Noch nicht so weit. Und das rafft er auch nicht, ne? Okay, wenn sie aufsteht, dann ist es, glaube ich, vorbei. Sind das alle? Ja. Erstmal. Sieht so aus. Hier. Hier sind das alle. Noch die im Supermarkt. Gehen wir weiter ums Gebäude. Es muss irgendwo reingehen. Ach, das ist ein Lichtschein. Ich dachte, das wäre ein Grafikbug, Alter. Ich wollte gerade schon wieder meckern. Gut, das Spiel ist gerade erst released worden. Es wurde verschoben, aber es hat hier und da noch ein paar leichte Probleme, würde ich sagen. Komme ich hier rein? Nee. Hier auch nicht. Hier so eine Flasche. Gut, wir hätten die ablegen können. Die wären aber, glaube ich, alle losgerannt, meine ich. Hilf mir da hoch. Ich will mich umsehen. Komme. Und ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Wenn die dann quasi alarmiert wären. Da willst du hoch? Ja, gleich. Erstmal gucken. Also wir sind da rein. Wir müssten quasi hier wieder rüber. Können es aber anscheinend nicht wegen Stacheldraht und so. Gut, die Frage ist aber, wie sind die hier reingekommen? Ich meine, der eine ist von hier nach da reingekommen. Ich bin mir nicht sicher. Also klettern können die offensichtlich, aber hier ist ja nichts. Das ist ja alles zugeschneit. Also wo kommen die her? Fragen über Fragen. Da bin ich überfragt. Na gut, dann mal los. Hoch da mit dir. Gut, hoch mit dir. Ich möchte auch hoch, bitte. Kalt? In dem Dach da drüben ist ein Loch. Welches Dach? Hier. Ich muss sagen, wieso ziehst du jetzt deine Waffe? Willst du sie so oben runterschießen oder was? Die Mädchen. Da, ja. Siehst du? Ein kleines. Okay. Mal sehen, wie wir da reinkommen. Ich will es gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Weil ich habe das Gefühl, wir werden mitten rein plumpsen. Wieso gehen wir denn nicht dadurch da wieder zurück? Ich meine, ganz ehrlich, die Tür aufzumachen wird da wohl nicht das Problem sein, oder? Die Tür da drinnen? Das ist doch jetzt voll der unnötigste Umweg ever. Kommen wir lang? Nee. Wir müssen da unten durch. Gibt's nix. Hier drunter. Schreit doch nicht immer so. Dreh doch mal leiser. Oh! Leck mich am Arsch. Großmutter, Großmutter. Ellie, alles gut? Ja. Nichts passiert. Bitte stirb am Alter und nicht, weil du infiziert bist. Ich will dir wirklich nicht ins Gesicht schießen müssen. Okay.
Cool. Oh, sie weiß nicht, dass Ellie immun ist? Und ich muss mal sagen, jetzt bin ich echt angefressen. Ich habe gerade Gesundheit verloren, ohne mein eigenes Zutun oder ohne mein eigenes Versagen. Das finde ich nicht gut. Das prangere ich an. Ich nehme jetzt kein Medikit. Aus Protest nicht. Und warum erzählt sie ihr nicht, dass du ihm... Warum erzählst du nicht, dass du immun bist? Ich meine, ist doch nichts Schlimmes, oder? Anknabbern können die dich doch. Die dürfen dich ja nur nicht zerfleischen. Siehst du einen Weg aufs Dach? Ja, gleich. Weiß nicht. Also die lag hier drinnen, oder was? Oh, Teile. Klatsch. Sonst gibt's hier nix. Nee. Boah, puh, da hat die mich da einfach drunter rausgezehrt. Also, ihr seid sehr unvorsichtig, Freunde. Normalerweise ist Joel derjenige, der so auf die Fresse bekommt. Da ist nix. Da ist auch nix. Also hier steht irgendwo ein Stalker. Ah, leistungssteigernde Drogen. Hallo. Und ein Zettel. Hab was gefunden. Schön. Na dann. Ma'am, es tut mir unendlich leid, was passiert ist. Ich wollte Ihnen nichts tun. Ich wollte nichts außer Ihrem Laden. Aus Ihrem Laden außer den... Was? Ich wollte nichts... Achso, ich wollte nichts aus Ihrem Laden außer den Medikamenten. Ihr Mann hat sich auf mich gestürzt. Was hätte ich denn tun sollen? Meine kleine Schwester kann ihre Füße nicht mehr spüren. Ich brauchte das Insulin. Alle horten es für sich. Was hätte ich denn tun sollen? Ich hoffe, er überlebt. Es tut mir leid. Warum legst du den Zettel hier hin? Okay. Und daher wahrscheinlich die Infizierten? Warum liegen solche Briefe hier? Kannst du mal aufhören, deine Waffe zu ziehen? Das macht mich nervös, Mädchen. Und zwar nicht wenig. So, wir müssen aufs Dach, ja? Da sehe ich leider schwarz. Ah, warte mal. Ich sehe doch... Ja, so ein bisschen schwarz. Der Tank ist schwarz. Okay, da geht's nicht hoch. Guck mal hier, guck mal, die hockt hier oben. Die hockt hier... Hä? Die kann nicht hier oben gehockt haben. Die hätten wir doch gesehen von dem LKW. Ich guck schon wieder fragend in die Kamera, obwohl die Kamera aus ist. Die kann nicht hier oben gehockt haben. Das geht nicht. Die stand hier. Hier sind ihre Fußabdrücke. Die stand hier wie so ein Männchen. Und hat nur darauf gewartet. Oder was soll das sein? Die kann hier oben nicht gestanden haben. Die hätten wir doch gesehen. 100 Pro, die stand hier und ist runtergesprungen. Ich dachte jetzt, sie wäre aus dem Auflieger gekommen, aber ist sie nicht. Mann, Mann, Mann. Die kann da nicht gestanden haben. Die hätten wir doch 100 Pro gesehen. Bin drin. Das ist jetzt what he said. Tabellen, das da können wir schon wegschieben. Sehen wir irgendwo was? Nee. Okay, sie interessiert das alles noch nicht. Wollen wir Vorräte suchen? Ja, auch bitte. Goals Quartal 4 bis Quartal 1. Brand Profits Revenue Market Goals 2013 bis 2014. Okay. Meinst du, hier gibt es noch Vorräte? Mein, das ist ja nur schon ein paar Jahre her. Mittlerweile muss doch mal alles geplündert worden sein, oder nicht? Außer ihr lebt in der Welt, in der ich spiele. Und da respawnt alles regelmäßig. Wow. Überall Grafiken. Das Ding da sieht aus wie ein Penis. Und das Ding da oben sieht auch aus wie ein Penis. Ich sag's nochmal. Practice, Hard Work, Focus. Ja. Motivationsrede Deluxe hier anscheinend. Okay, sonst gibt es hier nichts. Aber einen fetten Flachbildfernseher. Glaube ich, der gleiche, den wir auch haben in unserer Hütte. Oh, Alkohol. Geil.
Hey. Oder Desinfektionsmittel. Ich habe Alkohol. Ein paar Lumpen. Hier. Versorg dich. Okay, Mama. Rezept Medikit freigeschaltet. Oh, ich habe gerade gesagt, okay, Mama, und bei mir hat sich gerade mein Google-Assi aktiviert. Rucksack. Rucksack und Drecksack. Kennst du Rucksack und Drecksack? Ach, wir haben nicht mal ein Medikit. Siehst du, ich hätte gar keins benutzen können, selbst wenn ich wollte. Ich werde jetzt auch keins benutzen. Ich kann nämlich nichts dafür. Spiel, lass mich in Ruhe. Ich kann gar nichts anderes machen. Na gut. Okay, ich mach's. Aber nur, weil es Tutorial ist. Ich habe sowieso keine Wahl. Wir sind nicht mal ganz geheilt. Masken auf. Alles klar. Hä? Wieso? Warum? Elli, du bist doch immun. Oder bist du es nicht mehr? Spontan. Oder soll keiner wissen, dass du immun bist? Oh, das soll bestimmt keiner wissen. Stimmt ja, weil er hat es ja nur Tommy erzählt, dass er quasi die Hoffnung der Menschheit, oder er hat quasi die Menschheit verdammt. Das soll, glaube ich, keiner wissen, ne? Supermarkt, Entschuldigung. Hier ist was Neues? Nö. Supermarkt, Entschuldigung. Tesserakter, Fähigungstrainingsbuch. Ich kann damit nichts anfangen, ne? Ich kann das nur lesen, aber es passiert nichts. Toll, Sporen. Ich freue mich. Bestimmt gut. Denk dran. Ich will dir nicht ins Gesicht schießen müssen. Ah, ganz reizend. Oh Mann. Bei den ganzen Sporen sind die schon länger hier. Halt nach älteren Infizierten Ausschau. Yep. Die Frage ist, warum hat das noch keiner bemerkt vorher? Gehört das hier zum Supermarkt? Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind darüber. Wir sollten ins Erdgeschoss. Okay, wenn du da lang gehst, dann gehe ich da lang. Ach du Scheiße. Aber wie kann denn dieser Pilz hier Beton als Nährboden nehmen? Greenplace Market Mitarbeiter des Monats. Und mehr geht nicht? Okay. Okay, soweit ich weiß, die Infizierten reagieren weder auf Licht noch auf Stimmen. Aufgrund der Spielmechanik. Ein Tresor. Und warum, wenn die hier monatliche Kontrollen machen, warum hat das nie einer bemerkt? Wenn die hier schon länger sind. Und wie kann sich bei den Temperaturen überhaupt Pilz ausbreiten? Und wieso hat der diesen Nährboden? Ich stelle vielen Fragen. Es tut mir sehr leid, aber das muss ich leider tun. Kann auch nichts für. Kann ich den knacken? Ach du Scheiße. Okay. Okay. Das heißt, irgendwo liegt den Code rum, ja? Vielleicht hier. Das wäre zu einfach. Yo, Kristen, ich habe das gute Zeug für dich im Safe gelassen. Die Kombi ist das Datum, an dem mein braver junge Mitarbeiter des Monats geworden ist. Verkauf oder verschenk bloß nichts. Die sind für deinen Rücken, okay? Gute Besserung, Mina. Okay. Der Sohn von Mina ist Mitarbeiter des Monats geworden. Und wieder Muni. Okay, deswegen können wir das also sehen. Der Sohn von Mina, Mitarbeiter des Monats. Aber wer soll hier denn der Sohn von Mina sein? Wo soll ich denn wissen, wer der Sohn von Mina ist, Alter? Okay, wir haben 13. Okay, wir können das durchprobieren. Von Januar das ganze Jahr 2013. Wir machen das mal, ja. Ich weiß weder, wer Mina ist, noch wie die aussieht.
Gut, dass sie nicht mit Nachnamen unterschrieben hat oder da auch keine Namen dran stehen und nix. Eins. Also Monat und dann Jahr, ne? 20. 13, würde ich sagen. Das ist nicht. Und dann 2. Zwanzig, dreizehn. Auch nicht. Okay, das wird jetzt ein bisschen dauern. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein Sonderdatum ist oder ein anderes Datum. Also ich meine, von der Anordnung her könnte auch 13 oder 2013-01 sein oder so. 4 20 13. Nee. Auch nicht. Weil das ist nämlich nicht ganz eindeutig. 5. Ich würde das gerne schneller eingeben können. 20 13. Auch nicht. Dauert kurz, Moment. 6. 20. Stehen auch nur die Monate da, ne? Monate und Jahr. Und nein. Ach ja, 7. Wir sind fast durch. Und dann ist bestimmt gar nichts davon. Dann muss ich nochmal nachdenken. Oh, 27, 13. Sehr gut. Mann, funktioniert. Alter! 25 Zusätze. Drücke um das Verbesserungsmenü. Zutaten werden, weiß ich. Ich habe 25 Zusätze. Du meinst Drogen. Okay, wir könnten Lauschmodus, Bewegungsgeschwindigkeit. Alter, wie viel kann man denn hier? Buch nötig. Finde Trainingsbücher um neue Verbesserungsfall. Ach du Scheiße. Okay. Fertige Verbesserung für Nahkampfwaffen. Das Überleben, ne? Überleben, Fertigung und gesperrt. Wie viel gibt's denn? 30? Achso, das muss in Reihenfolge. Medikits. Hier ist erst Gesundheitserhöhung. Also entweder Lauschmodus oder Verbesserung für Nahkampfwaffen. Rezept erfordert Bindung, Klinge und Nahkampfwaffe. Lauschmodus, Bewegungsgeschwindigkeit. Bewege dich im Lauschmodus schneller, halte R1 gedrückt, um nahe Gegner durch Wände zu spüren. Gibt es keine Distanz? Anscheinend nicht. Ich weiß jetzt nicht, was besser ist. Ich würde sagen Nahkampfwaffen, oder? Kostet nur 20. Rezept erfordert Bindung. Bindung. Also wahrscheinlich eher ein Verband. Oder so ein Lumpen. Klinge und Nahkampfwaffe. Puh. Ich will natürlich alles skillen. Halte R1 gedrückt, um nahe Gegner durch Wände zu spüren. Boah, ja. Buch nötig. Finde Trainingsbücher. Ja, ich habe doch ein Trainingsbuch. Warum kann ich das nicht freischalten? Kann ich das jetzt freischalten? Trainingsbücher. Fertigung. Lesen. Ist das automatisch freigeschaltet? Ich weiß es nicht. Wir haben Fertigung. Was? Diese Fähigkeit ist gesperrt, bis du eine erforderliche Waffe erlangt hast. Ach du dicke Scheiße. Plus 50% Heilung. Ja, ich bin mir uneinig. Ihr merkt das schon, ne? Wir haben 33. Entweder machen wir Schlau... Bewegungsgeschwindigkeit sehe ich irgendwie nicht. Ist das jetzt auch... Dadurch kann ich mich schneller bewegen im Lauschmodus. Will ich das denn? Ich hätte gern Reichweite. Wir machen jetzt das hier. So. Ich habe mich entschieden. Vielen Dank. So, jetzt können wir hier Uga Uga Bang Bang machen. Wir haben nur keine Zutaten dafür. Das ist gut, ne? So. Ach, das ist sie. Okay. Okay,
Wir sollten runter, sagte sie, aber will ich noch nicht. Ich hoffe, ich breche nicht gleich durch die Decke. Okay, hier ist aber zumindest erstmal keiner. Und da geht's auch noch durch. Ach, leere Schubladen, die liebe ich. Und da geht's noch weiter. Okay, dieser Pilz frisst sich durch Wände anscheinend. Und entweder nährt er sich dann von Leichen, die immer lagen, oder er schafft seinen eigenen Nährboden. Was irgendwie sehr ungeil wäre. Noch mehr Pillen. Okay, solange sie noch rumsteht, kann ich glaube ich auch stehen. Wollte nicht schleichen, ne? Die Musik ist sehr bedrohlich. Hier ist alles im Arsch. Faszinierend. Ich sag ja, ein Monat ist zu wenig. Ein Monat Abstand auf Patrouille. Hat hier keiner gemerkt. Aber ich glaube, selbst so hat das keiner gemerkt. Ganz offensichtlich. Hier so durchzukommen. Okay, hier ist noch keiner. Natürlich. Tschüss. Ach, leck mich doch im Arsch. Echt jetzt? Ich war noch nicht fertig. Hilfe. Klicker. Hallo. Don't shoot. Oh, okay. Don't shoot. Jetzt haben wir gleich Geburtstag. Erledige die Klicker mit deinem Springmesser laut. Schleiche dich an und drücke Dreieck. Ah, verfickte Scheiße. Leicht drücken, um dich leise zu bewegen. Okay. Da ist einer, da ist einer. Haben wir keinen Molotow? Ich muss erstmal abwarten, wie die sich bewegen. Aber solange ich nicht in Deckung bin, können die mich, glaube ich, auch orten durch ihre Klicke. Deswegen klicken die nämlich. Ihr seht, wo ihr seht, Clicking. Uftata. Warte. Okay, die rennt da jetzt. Die rennt da hinten. Ich weiß noch nicht, wie viele es hier insgesamt sind. Ich hoffe, es sind nur die beiden. Aber ich war oben noch nicht fertig. Ich hoffe, ich kann nochmal hochgehen. Das war so absehbar. Ich wusste einfach, dass wir durch die Decke brechen, mitten ins Getümmel. Das war so logisch. Okay, geh mal weg. Ist er nicht, die hat mich gehört. Okay, jetzt schnappe ich sie mir, sobald sie sich umdreht. Ja, bleib mal geschmeidig. Sieh mal lieber zu. Besten muss noch ein bisschen länger dafür. Okay. Jetzt die andere da. Warte. Kann ich die anlocken? Okay, ich denke mal nicht, dass die hier kommt. Leise bewegen, ja toll. Feierabend! Leg dich hin, Alte! Diese blinden Viecher sind gruselig. Sehen wir nach, ob ansonsten alles sauber ist. Und dann lass uns von hier verschwinden. Ja, bitte. Und dann fackel den Laden am besten gleich ab. Damit sich dieser Pilz nicht noch weiter verbreitet.
Ach ja. Bis jetzt haben wir keinen Schuss gebraucht. Ich hoffe, das bleibt auch so. Wie gesagt, falls ihr es vergessen habt, wir spielen auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad. Das heißt, wir haben ein durchwachsenes, aber gutes Erlebnis. Ellie, da ist die Tür. Ja. Hilfst du mir? Ja, sobald ich hier geguckt habe. Hier war nix. Hier war nix. Ich möchte gerne nochmal hoch, bitte. Gut, dass wir den Tresor aufgekriegt haben. Da steht Professor Dr. Best. Wo bist du denn? Oh, mein Magen knurrt. Uiuiui, wir machen eh gleich ein kleines Päuschen, ne? Es ist nämlich gleich 3:30. Da müssen wir ein kleines Pipa-Päuschen machen. Und dann bringe ich mein Frauchen eben zur Arbeit und dann schnabuliere ich schnell was. Und in der Zeit läuft hier der Pausescreen. Ich würde sagen, die Stelle hier ist gut dafür geeignet. Wie mir scheint. Deswegen, für die Damen und Herren auf YouTube sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Immer muss ich ein Bäuerchen machen, wenn ich mich verabschiede. Bei The Last of Us Part 2. Und bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker. Und ich bin raus.